Guten Morgen. Heute endlich mal wieder Flussfotografie an der Leine bei Elwese. Der Nebel hat sich länger gehalten, ist hier über die Felder gezogen. Ich bin ihm hinterhergelaufen, habe deswegen schon ganz nasse Füße. Die Wiesen sind natürlich ganz feucht hier im Morgentau. Ich glaube, das schönste Licht, das ist jetzt langsam schon wieder vorbei. Einen Fuchs habe ich auch schon gesehen auf so einer abgemähten Wiese, aber ausgerechnet eine, wo man leider nicht hinkommt, ohne durch hohes Gras zu laufen. Dann wäre ich wirklich komplett nass, könnte ich gleich schwimmen gehen. Und ja, sonst habe ich hier soweit noch keine Wildtiere gesehen, nur den Kuckuck gehört und den Grünspecht. Heute habe ich auch wieder beide Kameras dabei, die EOS R und die R10 unterm Arm. Bin froh, dass ich auch das Teleobjektiv und die R10 dabei hatte. Die Fotos an der Leine direkt, da habe ich ein bisschen weiter reingezoomt. Das hat mir besser gefallen. Außenrum, da war jetzt nichts für mich dabei. Da laufen gerade zwei Rehe lang, ganz weit weg. Oh, die jagen sich gegenseitig. Ich glaube, ein Reh jagt das andere. Die waren, oh, die sind schnell. Mal gucken, ob ich die jetzt noch vor die Kamera kriege. Die Rehe haben mich leider bemerkt, obwohl ich total leise und langsam hier lang gegangen bin auf dem Weg. In der Mitte auf dem Grünstreifen, dass ich nicht so laut bin. Aber es gab noch ein drittes Reh, das hatte ich nicht gesehen und das hat mich verraten, hat angefangen zu bellen und dann haben die beiden anderen ihren Kopf hochgesteckt und sind jetzt über das Feld gelaufen. Wo das dritte ist, habe ich nicht genau gesehen, das ist weiter in die Richtung verschwunden, aber die beiden, die ich am Anfang gesehen hatte, sind jetzt da hinten irgendwo an der Leine. Das wollte ich wirklich nicht, aber ich habe das dritte Reh nicht gesehen, leider. Habe gerade noch die Kamera in Timelapse-Modus umschalten können. Also ein paar schöne Timelapse-Aufnahmen sind mir wenigstens noch gelungen. Da freue ich mich natürlich. Mal schauen, ob ich noch was vor die Kamera bekomme. Total interessant und wunderschön, den Fuchs bei der Mausjagd zu beobachten, wie er sich rein auf sein Gehör verlässt und quasi blind in einen Heuhaufen reinspringt, richtig reintaucht. Irgendwo da drin wird die Maus schon sein
Und kaum hat er eine gefangen, zieht er schon wieder weiter und jagt die nächste Raupe nimmersatt. Gut gelaufen hier im Leinetal heute. Mir ist aufgefallen, in meinem letzten Video, da bin ich auf einige Apps eingegangen für die Location-Suche und für meine Tourenvorbereitung, für die Nebelvorhersage. Das Video verlinke ich hier oben. Aber auf die wichtigste App bin ich so gut wie gar nicht eingegangen, und zwar auf die Viewfinder-App. Das holen wir jetzt doch mal nach. Einmal Screen Recording hier starten. Und dann schauen wir doch mal, wie es mit dem Nebel morgen früh aussieht, anhand eines Praxisbeispiels. Heute ist der 27. Mai, ein Samstag. Und hier sehen wir jetzt einmal Mitteleuropa. Und dann wähle ich jetzt den Parameter Fog. Ich habe das auf Englisch eingestellt. Das lädt jetzt einen kleinen Moment. Ich blende hier einmal die Legende aus. Jetzt zoome ich rein. Und bei der Zeit unten, Forecast Time, wähle ich jetzt einmal 5 Uhr morgens. Zack. Viertel nach 5 geht die Sonne ungefähr auf, circa. Und die gelbe Fläche, das soll Nebel sein hier. Genau, da sehen wir jetzt in den Flusstälern hier zwischen Göttingen, Northeim und Einbeck im Norden. An der Leine entlang, da soll Nebel sein. Und auch weiter östlich im Harzvorland bei Duderstadt. Und da kann ich relativ weit reinzoomen und mir genau anschauen, wo dann der Nebel sein wird. Manchmal sieht man allerdings auch so richtig große Flächen, zum Beispiel jetzt hier bei Hamburg. Wenn das solche größeren Flächen sind, dann könnte es sein, dass es eher diesig ist und dass das kein schöner, dichter Bodennebel ist in den Flusstälern, sondern eher so eine diesige Bewölkung recht weit oben vielleicht, gar nicht so über dem Boden. Und da kann man dann zum Beispiel die Wolkenuntergrenze sich auch anzeigen lassen, Low Cloud Surface, um zu gucken, bis wohin die Wolken reichen, die Untergrenze. Sehr interessant. Hier an der Leine bei Göttingen, schauen wir uns nochmal die Legende an, Pink, das müssten 150 Meter sein. Aber ehrlich gesagt stimmt das, glaube ich, nicht so ganz. Die Nebelwolken sind wie gesagt am Boden, wenn das so in diesen Flusstälern ist. Und wenn ich mir jetzt hier dichten Nebel anschaue, Dense Fog, den Parameter ganz unten, dann wird mir das hier ähnlich angezeigt. Die sollen bis zu 200, 150, 200 Meter hoch reichen, die Wolken. Dichter Nebel. Genau, also es ist einfach schwierig, manchmal vorherzusagen, wie hoch die Wolken sein werden und ob es dichter Bodennebel ist oder eher diesig oder Hochnebel sein wird. Und da ist es auch ratsam, einen Parameter zur Rate zu ziehen, den Wind. Da gucke ich dann auf meiner normalen App vom iPhone noch nach, wie windig es sein wird. Ab ca. 15 km/h wird es schwierig mit Bodennebel. Für dichten, schönen Bodennebel muss es wirklich recht windstill sein.
Leute, ich bin wieder im Wald unterwegs und was soll ich sagen? Es ist wunderschön. Das Licht im Leinetal, das war mir zu hart, ist auch ganz schön warm, aber hier im Wald sehr angenehm. Das Licht im Schatten ist natürlich viel schöner, wenn ich jetzt Vögel oder Wildtiere fotografieren möchte. Ich habe jetzt keinen genauen Plan, werde einfach im Solling hier durch die Gegend laufen. Bin ganz schön müde, ging heute wieder früh los. Ich glaube, um 3:30 bin ich aufgestanden. War auch schon mega aufgeregt, weil ich wusste, dass es Nebel geben wird. Hab also nicht so gut geschlafen, weil ich so aufgeregt war. Könnte jetzt direkt ein Nickerchen machen. Aber im Rausch der schönen Natur bleibe ich erstmal noch wach und laufe hier durch die Gegend. Das dürfte der Fitis sein, der hier in den Buchen rumhüpft. Das erste Mal, dass ich ihn so schön fotografieren und filmen konnte. Der macht immer so kleine Schlaufen und landet dann da, wo er gestartet ist in der Nähe. Da hinten sind auch einige Waldbaumläufer. Allerdings, was Fotos angeht, komme ich hier mit der R10 und dem 100-400 bei F8 definitiv an die Grenzen. Der Autofokus funktioniert nicht mehr zuverlässig, da muss ich teilweise manuell fokussieren. Und idealerweise müsste ich auch eine 1250stel Belichtungszeit einstellen, um die Bewegung von diesen kleinen, winzigen, superschnellen Vögeln einzufrieren. Aber dann wäre ich bei ISO 32000 oder irgendetwas Unbrauchbares. In Zeiten von Entrauschen bei Lightroom, das war der Fitis, aber auch vorher schon mit Topaz Denoise und so weiter. Da ist das natürlich nicht mehr so schlimm mit hohen ISO-Zahlen. Aber dann muss der Baumläufer halt auch nah genug sein, dass ich das Bild nicht mehr so beschneiden muss, so stark. Ansonsten wäre es dann irgendwann einfach nicht mehr schön, leider. So ein Geschenk, dieser kleine Fitis. Ich beobachte den jetzt hier schon seit 20 Minuten, hüpft die ganze Zeit hier rum, hat keine große Scheu. Jetzt hoffe ich nur, dass es auch wirklich ein Fitis ist und nicht sein Verwechslungspartner, der Zilpzalp. Aber er hat noch kein einziges Mal Zilpzalp, Zilpzalp gemacht, der typische Ruf eines Zilpzalps, sondern immer diesen Ruf hier. Und dann manchmal noch düt, 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 düt. Hier sieht man die Reste von einer Rupfung. An den Federn sind keine Bissspuren zu erkennen. Ansonsten hätte es vielleicht auch ein Riss von einem Fuchs, Dachs oder Marder sein können. Aber so kann man sagen, dass die Federn rausgerupft wurden, vielleicht von einem Bussard, der hier eine Taube erlegt hat. Ich kam gerade von da hinten und habe da einen Schwarzstorch durch den Wald fliegen sehen. Das erste Mal, dass ich einen Schwarzstorch in echt gesehen habe.
Ich wusste zuerst nicht, was es war, dachte vielleicht eine Eule, habe sie mal nur ganz kurz zwischen den Bäumen gesehen. Aber dann habe ich die orange-roten Beine gesehen und die Federn waren viel zu dunkel für eine Eule, die waren halt richtig schwarz. Und dann habe ich hier die Rupfung gesehen. Mittag ist jetzt rum, bin auf dem Weg zu meinem Eulenspot. Wollte mal schauen, ob da vielleicht Nachwuchs gekommen ist. Hier in diesem Wald habe ich heute auf jeden Fall bekommen, was ich gesucht habe, und zwar Naturgenuss. Habe auch überlegt, ob ich vielleicht wieder mal barfuß durch den Wald laufen sollte. Vor vielen Jahren bin ich schon mal ein Dreivierteljahr barfuß durch den Wald gewandert mit schwerem Gepäck. Und da habe ich leider keine so guten Erfahrungen gemacht, habe da Hüftprobleme bekommen. Aber wenn ich vielleicht so eine kleine Tour mache, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Es hat halt wirklich Spaß gemacht. Das ist eine richtig sinnliche Erfahrung. Es ist ganz anders als mit schweren Wanderschuhen. Und hat natürlich den Vorteil, dass man da ganz leise ist und vielleicht mehr Wildtieren begegnen kann. Mit Wanderschuhen auf diesen Forststraßen, die geschottert sind, da hat man ganz schlechte Karten, Wildtieren zu begegnen. Die hören einen natürlich schon von Weitem. Ja, wäre vielleicht ein Versuch wert. Mal sehen. Boah, Leute, ich kann nicht glauben, was gerade passiert ist. Bin gerade da oben den Forstweg lang gelaufen und habe dann diese fette Buche gesehen. Und dann kam auch schon ein Bussard angesegelt und ist auf diesem Ast da gelandet. Leider hatte ich keine freie Sicht auf den Bussard von da oben. Er war von den Blättern an dieser dünnen Buche hier komplett verdeckt. Konnte ihn nur so schemenhaft erkennen, habe einige Fotos gemacht. Leider unscharf, ich musste manuell fokussieren und der Fokus saß leider nicht richtig. Aber was für ein Monsterbaum, den hatte ich schon ein paar Mal von der anderen Seite der Wiese hier durch diese Lücke im Wald gesehen und dachte mir aber von Weitem, ach, der wird schon nicht so spektakulär sein. Ganz falsch gedacht. Diese Drillingsbuche ist mit Sicherheit die größte, dickste Buche, die ich im Solling bisher gefunden habe. Aus diesem Winkel kann man die drei Stämme besser erkennen. Diese Buche hat bestimmt einen Brusthöhenumfang von über 6 Metern und ist bestimmt schon über 500 Jahre alt. Ein wahrer Methusalembaum. Und ein echter Geheimtipp, auf keiner Karte zu finden. Er hat kein Naturdenkmalschildchen, also der ist völlig unbekannt. Das passiert auch ganz häufig, dass man von Weitem denkt, die Bäume sind ja gar nicht so eindrucksvoll. Aber wenn man dann davor steht, denkt man, boah. Ja, und auf diesem dicken Ast, da ist der Bussard gelandet. Eine einmalige Gelegenheit. Das gibt es wirklich nicht häufig, dass die so weit unten in den Bäumen sind im Wald. Schade, schade.
Leute, sensationelle Nachrichten. Da drüben hinter dem Hügel im Felsen habe ich das Uhu-Weibchen und drei Jungvögel gesehen, drei kleine Uhus. Kann sein, dass es auch mehr sind. Habe nur einen kurzen Blick hier durch die Kamera geworfen. Werde jetzt versuchen, die zu filmen und zu fotografieren. Habe die R10 deswegen auch auf dem Stativ und die Sonnenblende abgenommen, damit das nicht so wackelt. Das 100-400 hat halt keine Stativschelle. Also, ich bin total gespannt. Habe auch schon ordentlich geschwitzt, als ich mich hier hochgeschlichen habe. Hat ganz schön lang gedauert, denn es ist mega warm. Die Sonne wird noch ein bisschen länger am Himmel sein. Dauert noch, bis sie untergeht. Habe also genug Licht. Schauen wir jetzt mal. Da drüben im Felsen sitzen sie über diesem grünen Busch hier. Aber ich habe mich geirrt. Es ist wohl doch nur ein Jungvogel. Oder sagt man Ästling oder Nestling? Oder Baby-Uhu? Naja, Jungvogel ist, glaube ich, auf jeden Fall richtig. Da drüben im Felsen. So cool, wie sie miteinander kuscheln. Total niedlich. Das Uhu-Weibchen bewegt sich aber kaum. Nur das Uhu-Baby zupft sich ein bisschen an den Federn rum. Die beiden sind so niedlich, ich könnte sie noch stundenlang beobachten, wie der Kleine auch an der Mutter rumknapst, immer so. Dem scheint langweilig zu sein und hungrig ist er vielleicht auch. Aber ich wollte nur kurz vorbeischauen, wollte sie nicht zu lange stören. Obwohl ich mich angeschlichen hatte und ganz leise war, haben sie mich doch bemerkt und deswegen wollte ich da nicht zu lange mich aufhalten und bin froh, dass sie sich nicht an mir gestört haben. Die haben einen total entspannten Eindruck gemacht. Noch ein paar Worte zu den Kameraeinstellungen. Da habe ich am Anfang bei F8 fotografiert und einer 40. Sekunde und ISO 100 für die bestmögliche Bildqualität, weil sie doch sehr weit weg sind und ich das Bild dann stark beschneide. Und dann hat sich der Kleine immer mehr bewegt. Und da hat die 40. Sekunde nicht ausgereicht, dann war er natürlich unscharf. Da bin ich dann hochgegangen auf 200stel, 320stel auf eine Distanz, war schon okay. Und ich habe auch mit F10 experimentiert, um zu schauen, ob das dann schärfer ist als F8. Soll wohl schärfer sein, aber wichtig ist natürlich, dass da keine Bewegungsunschärfe beim Motiv vorhanden ist.
Und ja, ich habe auch den Stabi ausgeschaltet von dem Objektiv und den 10-Sekunden-Timer angehabt, damit das nicht verwackelt, wenn ich den Auslöser betätige. Und ja, es sind ein paar nette Bilder bei, wäre gerne länger geblieben, aber die haben ihre Ruhe verdient. Das soll es dann für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Was auch immer ihr tut, habt einen wunderschönen Tag und bis nächstes Mal. Tschüss!